Falscher Weg immer noch. Oh, ich verlaufe mich in diesem Lager so echt so gerne. Ich laufe jetzt querfeldein. Wir müssen da unten durch und dann kommen wir zum Anfang. Der Anfang zum, vom Ende. Zum Anfang zurück. Oh ja. So. Ich glaube, ich werde diese Aufnahmesession aber beenden, wenn ich im alten Lager bin und meinen Dietrich gekauft habe. Ne, beim nächsten Mal erinnere ich mich nicht mehr dran. Denn, ich krieg langsam wirklich Kopfschmerzen von diesem ganzen Gelaber hier. Irgendwo ist das doch ein bisschen zu viel für mich, weil diese Sektenleute sind für mich, finde ich, schon ein bisschen anstrengend. Da werde ich meine Sessions doch ein bisschen dosieren. Habe ich jetzt nicht so lange aufgenommen, wie ich konnte oder wie ich wollte, aber ich habe einen kleinen, soliden Vorrat an Videos erstmal. So. Und morgen ist dann Assassin's Creed 3 dran, hoffe ich. Wenn es allerdings wieder verwehrt bleibt, dass ich dieses Spiel kriege, ich drehe dann jemanden den Hals um bei Amazon. Denn dann sind es schon satte 7 Tage, die ich auf... Nein, 6 Tage, die ich auf dieses Spiel warte. Genau. Nein, 5. Vom 31. Manche hatten es sogar schon am 30. Das regt mich ja am allermeisten auf. Und vom 31. musste ich dann so lange warten, bis wir beim 5. dann sind. Ja, 5. Und das gebt euch mal. Das sind wirklich 6 Tage Unterschied zu der eigentlichen Lieferung. Und das muss meinetwegen nicht sein. Das ist echt eine Frechheit. Manche hatten schon 7 Tage davor, eine ganze Woche davor. Alter. So. Gut. Während wir hier... Ich weiß nicht, dieses... ich renne halt nicht so. So, jetzt rennen wir mal ein bisschen ohne uns die ganze Zeit hier. Also wirklich so durch die Gegend zu jumpen. Das habe ich mir in Risen 2 angewöhnt und irgendwo habe ich das nicht wieder wegbekommen. So. Jetzt sind wir schon hier bei der Brücke. Und sehen das alte Lager schon fast. Ihr seht, es ist gar nicht so viel Weg, wie es zuerst erschien. Das schien wirklich bloß so, weil wir sehr viel rumgeblödelt haben mit den Varanen und so und uns sehr viele Viecher zur Brust genommen haben. Den musste ich machen, sonst wäre ich gar nicht rübergekommen. Okay. Ich will noch was mit meinen Lernpunkten machen. Einhand. Schlösser öffnen. Schlösser öffnen hat definitiv seinen Reiz noch. Aber das kostet dann, glaube ich, wieder 10 Lernpunkte oder so. Wo war denn der Typ dafür? Jacke, der wird mir helfen. Wir könnten diese Mordrak-Sache eigentlich machen. Ich guck mal. So, warte mal. Wir speichern nochmal. Warte mal, kann der mir nicht einen Dietrich verkaufen? War der das nicht sogar? Hier, deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. In der Tat, Erzbrocken Dietrich für 10. Ich kann leider bloß 2 nehmen. Wieso eigentlich? Wieso kann ich die nicht dosieren? Wieso kann ich nicht einfach nur sagen, dass ich einen nehmen will? So, 64 sogar. Dann wiegen wir das Ganze nochmal in Erz auf gleich. Münzen, Kochlöffel, Flügel, Pfeife. Das ist auch so eine Pfeife. Hier. Okay, Waffen. So eine Handaxt für 6. Verkaufen wir ja für 3. Das bedeutet, wir kaufen das Schwert. Da sind wir bei genau 70. Dann nehmen wir noch 50 von seinen Erzen. Die er ja gar nicht hat. 11 Erzbrocken hat er. Dann lassen wir das Erz bei ihm. Würde ich sagen. Dann versuchen wir... 2 Dietriche abzuwägen. Mann, wieso kann ich nicht einen nehmen? Das ist so... Ich will kein Erz dafür geben. 3. Wir müssen auf 20 kommen, ne? Das heißt, auch unsere Waffe können wir dazugeben. Hier. Handaxt. 9. Och, war also noch 11. Okay, 11. Bam. Diese abgebrannten Fackeln brauchen wir gar nicht. Aber die sind auch gar nichts wert. Genau wie die Münzen. Schüssel für 2. Das sind 11. Die Pfeife. Ich weiß nicht, ob wir die benutzen können. Könnten wir für 5. Rasiermesser.
Flügel, aber die brauchen wir noch für was, glaube ich. Ist gar nicht so einfach, sage ich euch. Irgendwie muss es mir doch, muss es doch gehen. Ach, jetzt hat er natürlich alles. Zeig mir deine. Ganz ehrlich, ich mag das nicht. Hier, ich muss nur einen nehmen können. Wie will ich einen nehmen? So? Jetzt kann ich Headbangs machen. Ich kann nur so. Aber warum? Warum? Ich konnte doch mal einen. Ach, das regt mich auf. Ganz ehrlich. Das ist derber Dreck. Ich kann das hier nicht mehr in Erz aufwiegen. Ich komme gar nicht klar. Hättest du wenigstens mehr Erz. Die Schüssel. Meinetwegen. Dann geben wir die Pfeife. Brauchen wir immer noch was, aber das wiegen wir gleich auf. 20. Dann meine Waffen. Das Menü ist hier aber auch. Entschuldigung, dass ich immer so lange beim Handeln verbrauche. Also Zeit beim Handeln brauche, aber das geht ja offenbar nicht anders. 6, also irgendwas, was 12 kostet, egal was es ist. Und davon darf ich auch nur 1 haben, weil ich sonst zu viel rausgebe. Rabenkraut. Mana-Bonus 15. Aha. Jetzt habe ich plötzlich zu viel. 12. Stimmt, ich brauche irgendwas, was 4 gibt. Also 8 insgesamt. Ein Fleisch wäre richtig, aber ist zu viel. Sklavenbrot, davon haben wir auch zu viel. Ist das schwierig? Davon haben wir auch zu viel. Zu viel. Fackeln werden wir brauchen. Kochlöffel bringt uns am Ende zu wenig. Rasiermesser auch. Sumpfkraut haben wir zu viel. Schwarzer Weiser. Irgendwo muss es doch eine Pflanze geben, die 8 gibt. Von der wir nur eine haben. Das ermüdet mich. Und euch bestimmt auch. Meine Güte. Wieso kann ich nicht einfach einen da rein tun? Mann! Nimm das Rasiermesser, sind wir bei 19. Dann nimmst du noch den Kochlöffel, meinetwegen. So, damit wir mal weiterkommen hier. So. Erstmal Ente. Ende. 2 Dietriche. Das ist nicht viel, will ich euch sagen. Aber alles, was wir gerade rauskriegen. So. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So. Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Stimmt, ja, er ist ja der Auftraggeber für das neue Lager. In diesem Lager ist nicht genug Platz für uns beide. Bitte was? Torus schickt mich. Torus schickt mich. Er will dich für immer loswerden. So, Torus also. Das war alles, was ich wissen wollte. Vielen Dank. Jacker, wo bist du eigentlich? Lass dich hier nie mehr blicken. Kann man das überhaupt mit dem aufnehmen? Steck die Waffe weg! Schatten. Komm mal mit, Mordrak. Ich habe hier eine Aufgabe für dich. Oder eher für einen Jackal. Wo ist Jackal? Oh je.
Das ist nicht gut. Wir nehmen den Weg. Und so. Komm irgendwie dran vorbei. Jekyll ist weggelaufen. Was? Danke, ich nehme euer Zeug. Und wichtige Butler töten auf die Weise ist mir allerdings noch nie gelungen. Das speichern wir sogar. Ach, wie geil. Butler rennen ja immer um die Gegend, wenn es irgendwo Streit gibt, weil sie weglaufen. Und dann bringen die sich hier erstmal um. Genau. Ach, ja. Oh. Stimmt, der schießt ja immer noch. Ich ihn einfach nicht ernst nehme gerade. Wo ist Jekyll? Jekyll sollte mich beschützen. Ich kann dem Typen nicht mehr schaden. Seine Rüstung ist zu stark. Der letzte Gut. Jekyll stand hier doch eben noch. Der kann doch nicht wirklich weg sein. So. Ha, da komme ich nicht durch. Aber so geht's. Jekyll, wo bist du? Dr. Jekyll und Dr. Hyde. Laufen wir erstmal hier rum. Ich sehe ihn nicht. Tja, hier sind auf jeden Fall zwei Butler gestorben. Huh. Das war ja schon mal ein Erfolg in dieser Aufnahme, würde ich sagen. So, Jekyll, das lässt mir gerade keine Ruhe. Wo ist dieser Typ plötzlich hin? Der Typ mit der gelben großen Armbrust, der mich beschützen sollte, dem ich Schutzgeld abgedrückt habe. Wo ist er? So, laufen wir mal hier oben lang. Ich glaube, hier ist er auch irgendwo. Ich glaube, ihr merkt auch, ich laufe gerne auf Häusern und sowas rum. Ist mir egal, ob ich schlau war oder nicht. Ich will Jekyll sehen. Hier vielleicht? Hier haben wir den Schlösser öffnen Typ. Huh? Was? I. Okay. Noch ein Weg runterzukommen. Oben, irgendwo, Jekyll. Da! Alter, wie weit? Hier. Ach nee, ich hab's ihm gar nicht gezahlt. Ich hab nochmal über das Schutzgeld nachgedacht. Hier sind deine 10 Erz. Du hast eine gute Wahl getroffen, Mann. Ab jetzt pass ich auf dich auf. Danke. Willst du mitkommen? Nicht zufällig? Du standst doch eben schon da bei Mordrak. Mann. Weiß nicht, wieso er es jetzt nicht mehr tut, aber vielleicht kann ich Mordrak irgendwie dahin locken. Ansonsten, nun ja. Angreifen tut er uns ja jetzt nicht. Können wir ja mal speichern. Die 10 Erz habe ich gerne abgedrückt. Ha, ein Kampf. Langsam, du hast gewonnen. Er muss mich so weit verfolgen, dass wir in Jekylls Reichweite kommen. Aber nicht so sehr, dass er den Bogen nimmt. Gewonnen. Steck die Waffe weg! Ich nehme sie weg. Panik. Was soll das werden? Willst du dich mit mir anlegen? Ja, kommt, Mordrak. Dich brauchen wir hier. Jekyll? Kannst du bitte mal kommen? Ach, nö. Komm schon, wir waren fast am Ziel. Meine Güte, das kannst du mir noch nicht antun. Wir schaffen es schon noch irgendwie. Und weg hier. Ah, natürlich. Ich komme jetzt nicht vorbei. Langsam, du hast gewonnen. Aber ihr seht, wie viel Schaden er uns mit einem Schlag macht. Langsam, du hast. Er darf nicht mit dem Bogen schießen. Ich darf nicht zu weit weg. Mann, Dreck. Verdammt. Warte. Wie kommen wir jetzt am besten durch? Ich habe deine Mutter geschlagen. Will ich nur noch mal sagen. Soll ich die ganze Zeit so gehen? Dann regen sich die anderen auf, dass ich die Waffe draußen habe, obwohl er sie auch hat. Und er zuckt immer so schön. Das muss man ja mal sagen. Natürlich. Steck die Waffe weg! Bin schon dabei. Steck die Waffe weg! Mach ich. Was soll das werden? Willst du dich mit mir anlegen?
So, wir müssen nämlich gegen ihn kämpfen. Lass dich hier nie mehr erblicken! Hallo? Du kommst jetzt gefälligst mit nach oben, wo Jekyll dich sehen kann. Lass dich hier nie mehr erblicken! Du weißt schon, was hier abgeht. So könnte man ihn auch noch besiegen. Lass dich hier nie mehr blicken! Aber Jekyll... Steck die Waffe weg! Steck endlich die Scheißwaffe weg! Iss sie doch! Ja, beweg dich her! Zeig mir, wozu mein Schutzgeld in der Lage ist, anstatt da rumzustehen wie ein fauler Sack!